Relax, relax. Michel est là, c'est toi aujourd'hui. Tiens, oui. Ça, c'est la dictée. Merci. Maintenant, nous interrogeons Robert sur la leçon. Sur le passé composé et sur le vocabulaire. Wir haben den Anfang einer französischen Stunde in der 8. Klasse gesehen. Wir haben hier jetzt neben mir zwei Schüler aus dieser Klasse, Claudia und Markus, und auch den Französischlehrer, Herrn Martin. Es handelt sich um das Willibald-Gymnasium in Eichstätt und Herr Martin ist gleichzeitig Fachdidaktiker an der Universität Eichstätt. Die drei haben sich bereit erklärt, Auszüge aus ihrem Französischunterricht hier zu kommentieren. Ich selbst bin Referentin für Französisch im Institut für Film und Bild. Dieses Unterrichtskonzept ist ein ungewöhnliches und ich habe wahrscheinlich eine Menge Fragen an euch und an Sie. Zunächst die erste. Wie lange lernt ihr jetzt Französisch? Dies ist jetzt der Anfang von dem zweiten Schuljahr. Ah ja, und jetzt habt ihr im Herbst das zweite Schuljahr angefangen und ich habe gesehen, da am Anfang etwas Auffälliges, der Herr Martin kommt rein und gibt einem von euch eine Karte in die Hand. Was ist das für eine Karte? Auf dieser Karte steht, was in dieser Stunde gemacht wird und der Schüler, der diese Karte kriegt, leitet anhand dieser Karte diese Unterrichtsstunde. Aha, und weiß der das vorher? Nein, das weiß er erst, wenn er die Karte in die Hand gedrückt kriegt. Aha, und ist das, Aufgaben sind auf Französisch gestellt? Ja. Und wenn er sich jetzt an euch wendet, muss er das in seinen eigenen Sprache umformulieren, in seine Sätze? Ja, dass die Schüler das verstehen auch. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir uns, um den Zusammenhang besser zu beurteilen, zunächst mal ansehen, wie der Unterricht weitergeht von dem Anfang an. Cornelia, est-ce que je assez une plan ou est-ce que je vois autre plan? Pas autre plan. Dio Fosse, seid ihr nicht müde? Ihr. Wie ihr? Vous. Est-ce que ce conjugue avec avoir ou avec être? Avec avoir. Avec être. Oui. Et la. Comment est-ce que vous avez? La négation. Et la négation. Et être tout seul. Ensemble. Ensemble. Répète, s'il te plaît. Seid ihr nicht müde? Nous. N'est pas fatigué. Vous n'êtes vous, pas. C'est vous n'êtes pas fatigué. Fatigué, oui. Mais pourquoi ta question? Je ne comprends pas. Parce que tu dis ça se conjugue avec être, mais ce n'est pas un passé composé. Tu comprends? Oui. C'est rien, c'est bien quand même. Bon. Comment dit-on? Luc a un junges Mädchen kennengelernt. Luc a fait. La connaissance d'une jeune fille. Très bien. Angélique. Comment dit-on? Luc est sehr beschäftigt. Luc est très occupé. Oui. Et Franck? Auf der Terrasse ist noch ein freier Tisch. Sur la terrasse et une table libre. Non, ist immer. Also, sur la terrasse et encore une table libre. Oui, et ce n'est pas très bien, il n'y a pas une autre expression. Est-ce qu'il y a. Oui, alors répète.
sur la terrasse, il y a encore une table libre. Attention. Une table. Oui. Une table libre. Une table libre, oui. Pourquoi? C'est féminin. Oui, d'accord. Merci. Pas plus. Comment dit-on, les Mädchen sont zurückgekommen? Les filles et les garçons arrivés. Non, c'est. Comment dit-on, zurückgekommen? J'ai oublié. Revenir. Les filles sont revenues. Revenu. Non. Revenu. Oui. Écris ça, s'il te plaît. Est-ce que tu veux Robert, c'est. Est-ce que revenu est un verbe de mouvement? Non, c'est un verbe de. C'est conjugué avec avoir. Non. Ah non, c'est. C'est ça. Oui, et. Les filles est pluriel. C'est bien, Robert. Explique la règle. Revenu, c'est. Revenir. Revenu, c'est un verbe de mouvement et se conjugue avec être et c'est pluriel féminin et se croître avec le sujet. Sujet. Ihr habt den armen Robert da ja ziemlich ausgequetscht. Normalerweise, also sehr oft, läuft so eine Form von Grammatikunterricht ja so, dass man Frage, Antwort hört. Mir ist eine Stelle dabei aufgefallen, wo du, Markus, Fragen stellst und dabei was erklärst. Kannst du mal erklären, wie du das machst? Du sagst nicht gleich das Richtige. Ja. Ich versuche ihm Hilfen zu geben und ihn zuerst nochmal überlegen zu lassen, also dass er nicht sofort unterbrochen wird und gleich die richtige Lösung gesagt wird. Mhm. Also er soll nochmal überlegen können. Ah ja, vielleicht kann Herr Martin dazu noch seine Ziele dabei erläutern, die er mit dieser Form des Grammatikunterrichts da verfolgt. Ja, ich versuche schrittweise die didaktische Handelskompetenz des Schülers aufzubauen. Das heißt, ich versuche den Schüler dazu zu bringen, dass er sich in die Denkprozesse des anderen reindenkt, mitverfolgt, dort Hilfe leistet, wo es notwendig ist, ihn aber bis zu Ende denken lässt. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass ich dadurch mir erhoffe, dass dieses Verfahren seine eigene Lernprozesse fördert. Das ist also das tragende Prinzip des ganzen Unterrichts. Wie ist es denn so, Claudia, wenn da einer vorne steht und von allen anderen ausgefragt wird? Ach, das geht ganz locker und man fühlt sich auf keinen Fall unter Druck gesetzt. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass ihr eine gute Atmosphäre in der Klasse habt. Also das würde das bestätigen, denn das läuft sehr kooperativ von allen. Ihr seid alle miteinander an dem Prozess beteiligt. Ich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt die nächste Unterrichtsphase noch einmal ansehen, bevor wir uns weiter über den Unterricht unterhalten. Maintenant, nous corrigeons le devoir. Angélique vérifie si tout le monde les a fait. Mm-hmm.
Christiane Oublier, son cahier. Tout le monde les a fait. Bon, d'accord. Sauf Christian. Qui est riche? Rigé. Rigé. Très bien. Commence celle. C'est, attendez, c'est quelle page? Et quel numéro? Quelle page? Page 110. Oui. Et exercice 14. Bon, d'accord. Ah. Yvonne et Luc. À l'auberge de la jeunesse, Luc fait la connaissance d'une jeune Anglaise. Et maintenant, Sven et Michaela. Quand est-ce que vous êtes arrivé, mademoiselle? Quand est-ce que vous êtes arrivée, mademoiselle? Je suis partie de Londres hier matin et je suis arrivée à Paris hier soir. Vous êtes venue avec une autre jeune fille? Oui, mon ami Betty et moi, nous sommes venus ensemble. Et comment est-ce que vous êtes venus ici, vous et votre ami? Nous avons pris le bâton, puis nous sommes montés dans le train. Oui, excusez-moi, stop. Nous avons pris le bateau, puis nous sommes montés dans le train. Explique comment tu as écrit les participes passés. Dis comment tu as écrit les participes passés. Nous avons pris. Pris n'est pas un verbe de mouvement. Donc. Donc c'est conjugué avec avoir. Oui, d'accord. Mais est-ce que pris est invariable ou bien est-ce qu'il s'accorde? Il s'accorde avec avoir. Non, parce qu'avec avoir, donc ça s'accorde pas. C'est invariable. Oui, voilà. Et ensuite. Somme est un verbe de mouvement et la montée est un verbe de mouvement. D'accord. Est-ce donc, que... non, excuse-moi, alors montée, tu l'écris donc, comment? C'est conjugué avec être. Ouais. Et comment c'est... tu l'écris montée? Montée, tu l'écris comment? Ça s'écrit avec ES. Voilà. Ja, dazu habe ich einige Fragen. Vielleicht zunächst mal an euch. Mir gefällt gut, dass ihr euch untereinander aufruft in dem Unterricht und diejenigen, die was sagen sollen, selbstbestimmt. Besteht da nicht die Gefahr, dass ihr manche überseht oder dass ihr immer wieder dieselben, also eure Freunde, aufruft? Wie sucht ihr das denn aus, wen ihr aufruft? Also wir versuchen, möglichst alle dran zu bringen, also keinen zu vergessen. Also, dass ihr euch gerade auf die Stillen konzentriert, die weniger sagen. Vielleicht sagen Sie dazu auch noch was? Ja, ich glaube, also das ist ein Teil dieser didaktischen Handkompetenz, wovon ich gesprochen habe. Das heißt, dass die Schüler allmählich einen Instinkt dafür entwickeln, das geht nicht einmal bewusst an, unbewusst, wer kommt öfter dran, wer nicht, den rufe ich mal an, auf. Genauso wie ein Lehrer das auch im Laufe seiner Ausbildung selber entwickelt. Und ja, ich habe dann noch eine ganz andere Frage, die bezieht sich jetzt nach diesem Ausschnitt stark auf die Inhalte. Ist es, wenn Sie nach dem Lernziel hier fragen in dem Moment, ist das nicht so, dass die Schüler lernen, sich über etwas zu unterhalten, und zwar hier noch dazu über einen Grammatikstoff, so wie das Gespräch verläuft, statt darauf vorbereitet zu werden, in authentischen späteren Verwendungssituationen Französisch sprechen zu lernen, also wenn sie mal in dem Land sind. Kurz gesagt, mir fehlen die landeskundlichen Inhalte oder stärker motivierende Inhalte oder auch, dass sie zum Beispiel mal mit Tonband oder einem Videoband arbeiten, authentischen Materialien, um auch motivierender in dem Stoff zu sein. Ja, also diese Phasen, die Sie jetzt ansprechen, die werden natürlich gebracht im Unterricht. Nun, ich wollte hier eher eine Phase zeigen, die als trocken gilt. Wenn Sie die Situation ansprechen,
diese Situation, die wir hier haben, ist ja eine grundauthentische Situation. Die Schüler reden über die Übung selbst oder über grammatikalische Erscheinungen. Dass sie das jetzt auf Französisch macht, das ist die eigentliche Situation, die Kommunikationssituation, die authentische. Sie reden spontan miteinander über den Stoff, sodass der Stoff erworben werden muss natürlich, aber auch wiederum Anlass zum Gespräch ist. Und wenn Sie beobachten, dann werden Sie feststellen, dass die Schüler über den Stoff hinaus auch miteinander sehr stark kommunizieren, sehr viele auch Begriffe bringen, die mit dem Classroom-Diskurs was zu tun haben. Jetzt ist eine Formel, die also typisch ist, die immer wieder auftaucht, dieses comment dit-on. Damit kann man natürlich sagen, comment dit-on français, zum Beispiel auch, dass da eine spätere Verwendungssituation vorausgenommen wird, wenn man also als Gastschüler in Frankreich ist und ihr zum Beispiel dadurch lernt, differenziert nachzufragen oder nach dem zu fragen, was ihr nicht wisst. Jetzt ist, Sie haben als eine Übungsform auch das Diktat in Ihrem Unterricht. Mhm. Wir schauen uns jetzt mal diese Phase an, um dann weiter darüber zu sprechen. Maintenant, nous faisons une dictée. Ah, merci. On a fait silence à la fin ici. Oui. Lire une dictée. Marie. Qui veut voir au tableau? Qui veut aller au tableau? Qui veut aller au tableau? Effie, toi? C'est juste. Oui, qu'est-ce le texte que tu lis, explique un peu ce que c'est comme texte. C'est le texte de Paul à Gérard. Oui. Comment le total? Une partie. C'est la deuxième partie. Oui. C'est juste à côté de Stuttgart. Hier, virgule, je suis sortie avec elle, point. Nous sommes allés à la tour de la télévision, point. Ensuite, nous avons visité le château Solitude. Répète. Ensuite, nous avons visité. Répète la phrase. Ensuite, oui, attends, excuse-moi, qu'est-ce qu'il y a? Comment dit-on cette fois? La phrase d'avant. Nous sommes allés à la tour de la télévision. Est-ce que nous est féminin? C'est masculin. Attends, tu es sûr que c'est masculin? C'est qui? Qui est-ce le sujet? C'est qui le sujet? C'est... Angélique? C'est la Française et Nicole. Ah, c'est deux femmes. Oui. Alors, c'est écrit, comment il écrit le mot sur la dictée, là, sur le texte? Deux E avec accent aigu. Alors, deux E accent aigu. Un seul E. Bon, alors, attends, je vais regarder. À la tour de la télévision. Ah oui, mais nous avons visité. Hein. Nous sommes allés, donc féminin, à la tour de la télévision. Ensuite, nous avons visité. Vous écrivez comme vous voulez. Et toi, quoi, ton évocation? Ça va? Quoi, ton évocation?
tu es allé à Florac, quoi, interrogation. 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 Tu es allé à Florac, quoi, interrogation. Mario, est-ce que c'est tu es allé? Tu es allé. Santé. Santé. Tu es allé, hein, tu es allé, on dit. On fait la liaison, Claudia. On fait la liaison. Tu te souviens? La liaison. Tu es allé. Répète la phrase. Tu es allé à Florac, point, interrogation. Interrogation. Répète, point d'interrogation. Salut, point, Nicole, point. Nicole. Répète, s'il te plaît. Salut, toi, Nicole, toi. C'est fini. Et je suis invitée avec eux. Avec quoi? Lina. Amicia. On écrit T avec T, un H avec accent de T. Tu es allé à Flora, c'est Gérard, et il est masculin. Sans E. Je suis très occupée, je et féminin. Comment tu écris occupée? Mir fällt eine Sache da auf, dass ihr ausgesprochen bei der Sache seid, sehr konzentriert arbeitet. Das ist ja nun nicht gerade eine sehr interessante Übungsform, das Diktee. Liegt das jetzt daran, dass ihr gefilmt worden seid in dem Fall? Wie ist denn das? Nein, man muss sonst auch schon immer sehr konzentriert sein, um auch wirklich fehlerfrei mitzukommen. Ja. Und Markus, was meinst du? Ja, wir müssen ja immer bei der Sache sein, weil wenn die Sprecherin einen Fehler macht, also dass wir sie dann korrigieren können. Oder dass wir überhaupt merken, dass sie einen Fehler macht, weil wenn wir da nicht bei der Sache sind. Ja. Ich habe noch eine ganz andere Frage an Sie, Herr Machter. Sie lassen das Diktat von einem Schüler vorlesen oder geben. Nun sind Sie selbst muttersprachlicher Sprecher. Wäre es nicht besser, wenn das ein muttersprachlicher Sprecher, meinetwegen auf Sie selbst oder vom Tonband kommt, vortragen würde, damit keine massiven Fehler passieren, die dann automatisiert werden womöglich? Oder wie machen Sie das überhaupt mit der Ausspracheschulung? Ja, also zur Aussprache muss ich sagen, dass meine eigene als Native Speaker schon hier eingebracht wird. Im Klassenkurs zum Beispiel hören immer die Schüler meine Aussprache und zwar besser da zum Beispiel, weil ich in einer echten Kommunikationssituation bringe. Zweitens, das Diktat halte ich auch für eine sehr gute Übung, gerade zur Aussprache, denn die Schülerin, die das Diktat vorlesen muss, muss ja sehr sauber aussprechen. Und wenn sie es nicht schafft, dann wird sie ja von den anderen Schülern so lange bedrängt, bis sie endlich mal auch wiederum kommunikativ eine Äußerung bringt, die geglückt ist und die Schüler aufschreiben können. Also insofern ist es mehr ein Ringen um die Aussprache, die meines Erachtens gerade für solche Lernprozesse motivierender ist, als das, was sonst gemacht wird, wo der Lehrer einen Satz ausspricht, perfekten Satz, theoretisch, und das wird imitativ von den Schülern immer wieder reproduziert, aber ohne echte kommunikative Intention. Also ein sehr kognitiver Ansatz, ja? Okay. Ja, genau. Jetzt noch, Sie schalten sich hier sehr oft ein bei dem Diktat. Wie machen Sie es eigentlich mit der Fehlerkorrektur bei dem Gespräch über das Diktat? Da kommen ja eine ganze Menge vor. Ja, es ist so, dass also ich unterscheide zwischen Realisation
von der Aussprache oder von der Grammatik? Nein, von der Fehlerkorrektur überhaupt, ja. Ja, also ich unterscheide zwischen Fehler, die im Bereich sich abspielen, der gerade behandelt wird. Also da müssen alle Fehler korrigiert werden, denn die Schüler konzentrieren sich ja auf einen bestimmten grammatikalischen Aspekt. Dagegen, wenn es mehr um die kommunikative Ebene geht, dann interveniere ich nur dann, wenn durch fehlerhafte Aussprache oder grammatikalischer Fehler die Kommunikation gar nicht verwirklichbar ist. Also im Grunde so wenig wie wirklich unbedingt notwendig. Ja. Jetzt vielleicht, wie machen Sie das eigentlich mit der Lenkung des Unterrichts durch die Schüler bei Einführung eines ganz neuen Stoffbereichs, sei es Grammatik, sei es Lektionen oder neuer Wortschatz? Lassen Sie es auch durch die Schüler lenken dann? Ja, dann lenken vielleicht die Stoffdarbietung, das meinen Sie, also Einführung von Text und Wortschatz. Ja, also das wollen wir uns vielleicht anschauen. Wir haben auch hier eine Aufnahme, dann lässt sich konkreter darüber sprechen. Manuela, quel groupe, quel texte? Il y a six groupes et six textes, alors quel groupe, quel texte? Groupe 1, texte 1, groupe 2, texte 2, groupe 3, texte 3, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Est-ce que le So, ich glaube, wir können jetzt gut die Gruppe 4, bitte. En Bretagne, ils trouvent le gilet court avec des belles taches de sable. Le ciel n'est pas toujours bleu, il pleut quelquefois. Mais l'eau est toujours bonne, même quand il ne fait pas bon. C'est l'eau. Une plage près de Quiberon. Je relis. Les grandes vacances. Grandes vacances. Les grandes vacances. Beaucoup de Français vont au bord de la mer. En Bretagne, ils trouvent une jolie côte. Avec des belles plages de sable. Le ciel n'est pas toujours bleu, il pleut quelquefois. Mais l'eau est toujours bonne, même quand il ne fait pas bon. Une plage près de Quiberon. Prenez-vous, croyez-vous. Plus fort, les vocabulaires. Si vous, s'il vous plaît. Beaucoup de touristes vont dans les grandes vacances à la mer. Qu'est-ce que la mer en allemand? Robert? Das Meer.